So, das ist auch abgehakt. Muss ich mal schauen, wo will ich als nächstes hin? In den Sand möchte ich nicht hin. Ja? Also wird dir da eigentlich vorgegeben, wie du die aufsammelst, oder? Nein, nein. Scheiße. Okay. Da wollte ich nicht drauf. Ja, wie komme ich an den Kaktus da dran? Durchfliegen. Ja, gut. Davon muss ich aber erstmal wieder lernen zu fliegen. Das ist wie Fahrradfahren. Das verlernt man nicht. Was ist Fahrradfahren? Ja, das ist zum einen und zum anderen. Ja. Ach, morgen wieder Arbeit. Nein, nein, nein. Ich habe keine Lust. Da ist die komische Krabbler-Dings im Sand. Krabber. Krabber, genau. Der komische Typ da, der mich beißen wollte. Gute Frage. Wie gehe ich an die Sache ran? Wie töte ich ihn? Irgendwelche Ideen? Hingehen, dass er halt irgendwie so auf den Boden klatscht und dann draufjumpen, Arschbombe oder sowas. Würde ich gerne probieren, nur ich glaube, das wird nichts, weil ich ein HP habe und... Ja, das... Musst du dir irgendwo Leben holen. Oder ich versuche es auf die andere Art. Guten Tag. Ja, ja, der plumpe Bär ist zu langsam. Ja, ja, natürlich. Ach, das ist eine... Hä? Ach, das ist... Ah, ich bin zu langsam. Das bedeutet... Das bedeutet einfach mal sterben. Heißer Sand. Nochmal sterben. Ey, jetzt läuft das schon ganz alleine, sterben. Weißt du? Als wären wir etwas anderes von dir gewohnt. Ja, nein, ich weiß, ich bin ziemlich failhaft und ein scheiß Cheater-Arsch, ich weiß. Naja, Cheater jetzt nicht, aber du stirbst halt relativ oft. Ja, aber ich meine, wenn ich safe state, dann... Lass mich in Ruhe, das ist ja peinlich. Warum renne ich auch hinaus, weißt du, das... Kennst du das, du rennst über das Ziel hinaus? Nein, ne? Nö, eigentlich nicht. Und jetzt läuft mein scheiß Controller... Ah. Ja, ja, wohl doch, doch, diese Probleme kenne ich, diese. Und, ja, oh, aber da. Hättest du nicht die Stiefel gebraucht? Das Spiel verleitet mich irgendwo zu safe staten zu müssen. Das macht das mit Absicht, ich weiß es. So, jetzt muss ich erstmal rüber, weil der komische Dingsbums da meint, ich bin zu langsam. Ich versuche noch nicht mal alle 5 Meter zu safen, aber irgendwo wird man verleitet dazu, weil... Ich meine, ja. Ein bisschen. Warum renne ich auch, um zu gucken, wo ich hinlaufe? Ich meine, das sieht hier für einige vielleicht einfach aus, aber ich spiele es erstmal selber, denn ist eine ganz andere Welt. Und schön, dass ich da draufklicke und die Zeit der Schuhe irgendwie immer noch weiter genutzt wird. Ach, die Schuhe hast du nur begrenzt, oder wie? Oh nein, seit 1000 Jahren war das in meinem... Achso, du wolltest lesen. Besitz. Was? Ja, du kannst ruhig vorlesen. Gut gemacht, Sterblicher, danke. Bitte nicht wehtun, bitte nicht wehtun. Ich komm wieder raus und hau dich um. Nee, klingt nicht so. Gut. Es tut weh. Es tut weh, einfach... Weißt du, Der seelische Schmerz ist so stark. Ja, weißt du, so inkompetent kann nur ich sein. Mitunter. Ach was, es gibt sicher Leute, die inkompetenter sind. Nimm mir einen. Ist Steve inkompetent? Nein. Okay, dann nicht. Also denke ich nicht. Mir fallen gerade keine inkompetenten Menschen ein, also... Da ist er! Da, der fliegende Teppich, los, spring drauf! Ja, ich weiß, der führt mich jetzt gerade da irgendwo hoch, wie ich eben gesehen habe. Danke. Jetzt weiß ich noch nicht, komme ich hier irgendwie rein? Nein, so schon mal nicht. Vielleicht kommst du da raus? Oh, der Controller ist ja schrecklich.
Was ist schrecklich? Der Controller, der quietscht, das ist ja schrecklich. Und erstmal wieder. Okay, das Quietschen stört wirklich. Also mit Eier dagegen schießen habe ich auch nichts gekonnt. Die Tür kaputt machen kann ich auch nicht. Dann würde ich wohl irgendwie mich durch einen Mechanismus öffnen. Ja, scheiße, find erstmal den Mechanismus. Jetzt darf ich erstmal auf den Teppich warten. Oder stirbst du ja? Nee, sterben darf ich nicht. Sterben scheiße. Der Teppich. Wer früher stirbt, ist länger tot. Stimmt. Ey, der Spruch gefällt mir. So, nimm mich bitte mit. Das ist ja auch ein Film, aber den habe ich auch nicht gesehen. Was schaust du für Filme? Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe ihn nicht geschaut. Voll daneben. Okay. Gut, erzähl was. Was für Filme schaust du gerne? Warte, ich schau mal kurz in meinen Schrank. Oder er ist in mein Regal. Ach, Moment, hast du Django Unchained geschaut? Natürlich, den habe ich auf DVD. Den habe ich mir das letzte Mal nochmal angeschaut. Ja, das war ja das, wo man da geredet hat. Ja. Zweimal im Kino gesehen und jetzt auf DVD. Das war Pflicht, weil der Film ist so geil. Eine Empfehlung an all deine Fans. Schaut euch diesen Film an, wenn ihr 18 seid. Ansonsten müsst ihr 18 werden. Ja, warte das erstmal, ne? Das ist nicht so einfach. Du bist jetzt auch schon 18. Ja, schon auch. Klingt auch so ein bisschen. Wow. Ja, auch 18 bin. Und auch, ja. Ach, du bist erst nur... Ich dachte, du bist schon 19. Nein, erst... mehr als ein bisschen mehr als 3 Monate. Ich werde alt. Sag das mal zu mir. Also, du wirst alt. So meinte ich das jetzt wiederum nicht, aber das trifft auch schon den Nagel auf den Kopf. Also, ich fühle mich jetzt auch schon ziemlich alt. Knochenprobleme und alles, Knieprobleme. Na gut, die hatte ich zum Teil auch schon, aber trotzdem. Das ist scheiße. Du warst ja auch immer beim Arzt deswegen. Ja, das ist am meisten, was mich irgendwo aufregt. Ja, haben die dich nicht wieder gepflegt? Ich hatte eine Kniespiegelung, aber irgendwie hat die auch nichts gebracht. Aber ich sag mal so, ich bin einfach zu faul, zum Arzt zu gehen. Einfach mal. Ja, dann bist du selber schuld. Ich weiß. Aber ja, ich weiß denn, dass es heißt, ja, sie brauchen erstmal eine Überweisungsdingsbums. Na gut, ich muss jetzt die Woche sowieso zum Arzt und... Da eignet das sich sehr gut. Ich habe nämlich mehrere Probleme und da werde ich meine Ärztin gleich belappen. Von wegen, ja, ich muss noch dies, ich habe das und jenes und da, aua und da, aua. Ja, dann kommst du mit da aus und dann kommst du erst jetzt. Ja, ich meine. Oh mein Gott, damit muss sie leben. Die ist Ärztin. Das Ding bewegt sich? Ja, dachte ich. Habe ich mir gerade auch gedacht. Und ich muss reinschießen. Warum muss ich immer alles mit Eiern füttern? Weiß nicht. Er hat gerülpst. Ist das Ding da drin verschwunden? Lol. Ich glaube, der will noch mehr Eier haben. Ja, ich glaube, der steht falsch. Ich glaube, der steht auf meine Eier. Das klingt noch falscher. Wenn ich da jetzt mal hochkommen würde. Zweideutig ist eindeutig besser. Ja. Na. Gut. Jetzt muss ich nur treffen. Aber so viele Eier habe ich gar nicht mehr zum Verschießen. Scheiße. Du hast ja noch 10 Eier. Ja, ich meine, es sind mehr als genug, aber trotzdem. Ich brauche nur 3 Mal daneben schießen. Andere Männer würden sich über so viele Eier freuen. Ja, schon, aber. Naja. Das klingt so falsch. Ach was. Ich sag nicht irgendwas. Ach was. Weißt du, jetzt komme ich auf einmal drauf und. Na gut, jetzt komme ich wirklich drauf. Ja, kommst du auch mal fester wieder. Schieß. Schieß. Schon daneben. Schieß. Daneben. Irgendwie. Gut. Treffer. 5. Nein, du musst ja gar nicht mehr füttern, oder? Nein.
Nein. Eingang ist da. Gut, jetzt muss ich noch da hoch. Ohne zu sterben. Einfacher gesagt als getan. Ja. Boah, ich schaff das schon irgendwie. Solange du Vertrauen in mir hast, ist alles happy. Ja, mein Vertrauen ist in dir. Das klingt so falsch. Warum klingt immer alles falsch irgendwo? Weiß ich nicht. Weil es falsch klingt? Stimmt. Quietsch, 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 stimmt. Okay, ich glaube, ich brauche wirklich den nächsten neuen Controller. Ich mache das jetzt nur aus Bequemlichkeit, ja. Ich bin ja jetzt hier nicht gestorben oder so. Ja, das stimmt. Gib mir einen Hintereingang. Das ist so falsch. Nein. Der Betonung. Jetzt machst du schon selbst jetzt beim Eier einsammeln. Ja, ich sagte, ich mach das nur aus Bequemlichkeit, weil ich meine, ich will da nicht nochmal den ganzen Weg hochlatschen. So. Jetzt kann ich erstmal schön rein. Gucken, was mich jetzt überrascht. Bestimmt gleich irgendein Feind, der mir voll auf die Mütze gibt. Zombie, der kommt jetzt um die Ecke und. Die ist die Grabstätte König Sandy Butters. Was ist mein Gott? Verschwindet Sandy oder. Putz. Ja, verwendet oder blaues Dingsbums, keine Ahnung. Stand da Auge oder Wunder? Ja, euer blaues Wunder erleben. Ich brauche Leben. Sandy Butts. Also es ist sandiger Hintern. Scheiße, ein Labyrinth. Oh fuck. Lauf! Kannst du nicht über diese Wände drüber springen? Ich denke nicht. Oh, die Musik ist. Die ist. Ach, hier gibt's sogar Goldfedern, cool. Oh, die Musik geht gerade ab. Ja, geh nur ruhig rum. Ja. Lauf! Wie auf einmal die Musik aufgehört hat. Das ist ein Eier, brauche ich gerade nicht. Lauf! 10, 9! Okay, 5! Da wo ich hier komme, zählt man von 9 auf 5. 9, 5, 0. Aus. Da kam gerade eine Decke runter. Nein. Kannst du wieder aufhören? Ja. Ja, gut, läuft gerade. Ich würde mich bedanken, dass der Patrick dabei ist. War, wer auch immer. Und ja, möchtest du irgendwas loswerden? Ja, wenn irgendwie wie Gastkommentator neues Let's Play, ich bin einfach nachfragen, ich bin immer da. Mach das Ganze ja auch gerne. Ja, okay, gut, dann werde ich dich vielleicht auch mal demnächst noch einladen. Ja. Na gut, ich werde dann privat nochmal alle Noten erstmal bis dahin einsammeln und die ganzen Scheiß, weil ja, gut, das möchte ich nicht nochmal antun. Ja. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao, Leute. Ciao.